Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu FIFA 18, dem Karrieremodus. Und wir werden mal schauen. Wir stehen jetzt, müssten auf dem 11., nein, auf den 13. Platz und spielen jetzt gegen Unterhaching. Die sind auf dem 7. Platz. Ja, ein Sieg, eine Niederlage, okay. Dann würde ich mal sagen, labern wir nicht groß rum und starten einfach mal das Spiel. Wir spielen zu Hause. Und dann hoffe ich doch, dass wir dieses Mal ein bisschen gewinnen. Was kann ich hier machen? Einstellung? Na ja, gut, alles klar. Ja. Das letzte Spiel war ja auch nicht so besonders. Achso, Torwarttraining, ja? Nee, so ein Mist machen wir nicht. Wir wollen ja jetzt hier vorankommen. Regen. Super. Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel. Und diese Partie hätte besseres Wetter verdient. Es regnet. Aha. Zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Ein paar Worte zum heutigen Heimteam, Buschi. Keine Frage, Wolf. Der Saisonstart ging daneben. Eine Platzierung im Mittelfeld ist das Ziel. Und daher haben sie sich sicherlich aus den ersten zwei Partien ein paar Punkte erhofft. Mal sehen, wie es heute läuft. Okay, ja. Hoffen wir mal. Es läuft ein bisschen besser. Beim letzten Mal hat der Maximus hier als Spieler richtig viel Pech gehabt. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Ach, meine Güte. Mach doch nicht immer diese hohen Dinger. 4-4-2 gibt es auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Ich muss versuchen, mich besser frei zu laufen. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Da sind Mitspieler frei. Schießt der oh, bist du denn blöde? Die Herausforderung für den Torwart. Ja. Auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Flanke jetzt. Gefallen nicht nach dieser Reingabe. Muss jetzt mal wieder überlegen, welcher Knopf schießen war. Müller. Schwabel. Ah, schrecklich, wenn man so ein FIFA-Zocker ist hier, ne? Aber es ist halt ein cooles Spiel. Und deswegen spiele ich's. Auch wenn ich nie ein Profi sein werde. Oh. Schwabel. Ach, verdammt. Hart. Stahlhart. Was macht denn der da? Hereingabe jetzt. Da ist er da und hat die Flanke. Naja. Weil es ist wirklich dritte Klasse hier, ne? Dritte Liga hier. Schwabel. Müller. Da kann er ihn stoppen. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Daniel Stanese. Ja, wenn ich den Namen schon höre, ey. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und die Flanke. Und jetzt der Schuss. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Wenn die noch ein bisschen näher rankommen würden. Laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Aber irgendwie stehen die ziemlich kompakt und die kommen nicht richtig durch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Guter Pass, so machen sie das Spiel. Das war nein. Und da holen wir den Ball wieder. Schwabel. Fairer Zweikampf. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, sehen wir es mal. Könnte die Führung werden. Da kommt der Pass. Irgendwann, Buschi, irgendwann. Yes, Sir. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Endlich. Der Treffer aus. Endlich. Ja, da hat er sich gut bewegt. Das erste Tor hier. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. In der dritten Liga.
Lange haben wir drauf gewartet, ne? Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Huh, da freut er sich. Da fällt auf jeden Fall eine ganze Menge Last von den Schultern. Ah, huh. Da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schwabel. Stahl. So, da steigt natürlich auch gleich die Bewertung, ne? Oh, schön, gehen sie rein. Wird das ein Umdenken geben, ein Umbruch in der Mannschaft? Daniel Stanese. Ach, und da gibt es natürlich... Schöne Aktion. Oh, 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 oh. Ja, abseits, richtig. Gut. Sag ich doch, abseits. Ja, ja, deutlich. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Habe ich jetzt hier. Der Knopf gedrückt schon wieder. Ihr habt einen Schussknopf gedrückt. Müller. Schwabel. Ah, ich darf nicht zu weit. Den Ball holt er sich. Ah, ich bin ja schon abseits wie Sau. Macht nicht so viel Blödsinn da. Ah. Schwabel. Ah. Verdammt. Macht den Ach. Ball. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ja, von mir selber. Hätte er nicht gleich draufballern sollen. Jetzt wird's gefährlich. Ah. Ja, wo hopst denn der hin, Mensch? Mensch, wo bin ich denn jetzt hier? Müller. Da trennt er ihn vom Ball. Haben wirklich jetzt nur noch die Verteidiger zu, tun hier, wa? Brooks. Jetzt liegt vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. So kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ja, die Idee war ja, ja nicht so schlecht, aber ich wollte persönlich nicht an die Seiten aus. Oh, was ist denn das für ein Honk? Habt ihr das gesehen? Mendy ist zu Tottenham Hotspur gewechselt und verlässt Real Sociedad. Ah. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Was habe ich damit zu tun in der dritten Liga? So, komm. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Da immer wieder mal versuchen ranzupuschen. Schwabel. Müller. Kann ich hier auch irgendwie hier Taktiken machen? Das könnte die Chance werden. Nee, ne? Ganz souverän hier vom Torhüter. Macht alles der Trainer hier. So, erste Halbzeit, wir führen zu Hause. Alle Chancen, es steht 1:0. Na, dann ist ja gut. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Na, dann hoffen wir doch mal, ne? Ob wir alle Trümpfe in der Hand haben. So, weiter geht's. Rostock, Uerdingen, Lotte, Osnabrück, okay. Alle, die zu Hause sind, führen gerade. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Oh, gut, 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 gut. Ach, verdammt. Müller. Ja, da brauche ich nicht weiter rennen. Ja, da.
Tut er hier ein bisschen tricksen, wa? Vom Verteidiger. Brooks. Daniel Stanese. Ah. Ja, gut. Gute Aktion. Der hat mich, der Typ, ja irgendwie die ganze Zeit festgehalten. Ich konnte irgendwie nicht weg. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ah, da versuchen sie es. Ach. Daniel Stanese. Ja, schwacher. Ah, was soll denn der Mist, was sie manchmal machen? Schuss! Jetzt der Schuss! Oh. Die Chance nutzt er nicht. Es bleibt bei der knappen Führung. Und zwei Tore Vorsprung, das gibt natürlich deutlich mehr Ruhe. Ach, hör auf. Erzähle sowas doch nicht. Oh, kriegen wir den Ball? Ja, ich habe die Vermutung, die greifen an, einmal und dann hauen sie das Ding drin. So. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ich kann ja nicht auf Verteidiger spielen hier. Müller. Was ist denn jetzt? Der pfeift, Freistoß. Rumgeheule jedes Mal. An der Seitenlinie. Es wird hier einen Wechsel geben. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Was? Brooks. Ey! Der Ballverlust, keine gute Aktion. Super Pass! Ah. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ah. Die Pässe jetzt, der Ball läuft gut, sie verfallen nicht in Hektik. Ah. Warten auf die Chance. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Jetzt vielleicht. Den hält er. Ah. Damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Wird's jetzt gefährlich? Ah, ich bin abseits. Ah! Die Kugel ist weg. Fuck, ey. Stahl. Sagt man nicht. Das ist immer nur das Gleiche, ne? Ich muss mehr Druck aufbauen. Ich muss mehr sagen, was sie machen sollen, ne? Den Ball kann er abfangen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Daniel Stanese. Weg ist der Ball. Ah, was macht ihr denn von der Scheiße? Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Daniel Stanese. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ja, der kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Naja, was soll die machen? Wurde reingeflankt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Oh, Druck machen. Macht. Ey, seid ihr nicht ganz dicht? Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Oh. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, es war jetzt zum Beispiel. War ein bisschen besser jetzt gewesen, ne? Wenn jetzt die Verteidigung auch noch mitspielen würde, halte die Position, ja. Und da ist der Ball wieder weg. Na, was ist das? Ecke. Aus, es gibt Ecke. Shit. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ah, wir hoffen mal nicht, ey. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen, sie liegen hin. Da kommt der Schuss. Wo? Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Der dreht sich,
Und er hat noch nicht. Die können noch nicht die Bälle so richtig nehmen. Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Brooks. Daniel Stanese. Ah, Mann. Warum läufst du nicht, du Ochse? Nächstes Mal schieße ich selber drauf. Müller. Jetzt ist Platz für den Konter. Mann, spielt doch nicht immer so eine dämliche Sachen da hinten, ihr Trottelt. Und das ist der Ballverlust. Was hat der hier gemacht von einem Faxen hier? Der ist zu weit. Ja. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Wir schauen runter an die Seitenlinie, Buschi. Jetzt der Wechsel bei Unterhaching. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Na, wird nicht mehr mit neuen Ideen. Ah, gut gemacht. Aber ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr großartig kommen. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Will den Ball, sehr aktiv im Moment. Das sah aus wie Hand, ne? Und so holt er sich den Ball. Ach, shit. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Gut, wir haben gewonnen. Das erste Spiel. Ja, das ist wohl richtig so. Kurz freuen ist okay. Und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Naja. Ein wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Ja, so sieht's aus. Er hat's mal gezeigt. So, erste Tor in der Liga. Aber wir werden uns auf jeden Fall nicht darauf ausruhen. Aber wir haben 100% auch Torschüsse. Ja. Torvorlagen, bla bla bla, angetan. Ja, ist okay. 7,7 auf der Richterskala. Und dann würde ich mal sagen, jo. Ah, 1860 München hat nochmal gewonnen. Gut. Wir schauen mal, wie es dann eigentlich auf der Tabelle so aussieht. Wir sind jetzt auf dem 6. Platz. Oh. Ich denke mal so. Boah. Und was ist unser nächster Gegner? Wer ist denn das? Naja. So, gut, ich würde sagen, dass wir hier Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut.